So, willkommen zurück bei der Schwarzauge Dämonikon. Wir wollen uns unsere Schwester abholen oder besuchen, wie sie mit ihrer zukünftigen Schwiegermutter den Tempel besucht. Es sei denn, wir können jetzt noch nicht so ein paar Aufträge machen. Das sind eh noch immer die gleichen. Das zahlt sich nicht aus. Die will ich jetzt nicht machen. Ich will ein bisschen die Story weitermachen, weil die doch jetzt anscheinend einen Verlauf nimmt. Von wem werden wir jetzt schon wieder angegriffen? Wieso? Ach, das blöde Kreuzerkartell. Versucht es immer noch. Die Animationen sind ziemlich identisch, kann das sein? Eins und den haben wir jetzt dann. Oh, au! Jetzt haben wir ihn. So, gib mir heute. Danke. Dafür sind sie ja noch tauglich, die Banditen. Wo müssen wir hin? Hier hin? Was? Ist das der Rand? Der Blech schaut ja gar nicht so schlecht aus. Wie schaut denn sie aus? Du hast sie geschlagen. Mein Weib hat zu schweigen, wenn ich es verlange. Das reicht. Chiron, lass es. Richtig, meine Liebe. Es wäre doch zu schade, wenn mein Herr Schwager unsere Hochzeit vom Schafott aus beiwohnen müsste. Mann gegen Mann würde Chiron dich in Stücke hacken. Es wird mir eine Freude sein, wenn die Zeit reif ist. Männer, Abmarsch. Hast du dich nicht gewehrt? Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Seine Mutter ist dazwischen gegangen, bevor es hässlich wurde. Was habt ihr im Tempel gemacht? Hochzeitsvorbereitung im Tempel. Und eine Art Prüfung an mir. An dir? Chiron, es gibt jetzt Wichtigeres. Bitte hör mir zu. Falks Mutter scheint mich zu mögen. Wirklich sehr. Ich konnte ihr viele Fragen stellen und sie hat geredet wie ein Nandus-Jünger. Falk hat mich geschlagen, damit ich mit dem Fragen aufhöre. Sie weiß schon viel zu viel, hat er gesagt. Und er hatte recht. Und zwar wieso? Ich will aber die Prüfung zuerst wissen. Was hat Falks Mutter an dir geprüft? Ich glaube, es war eine Art magische Prüfung. Meine Jungfräulichkeit hat sie jedenfalls kaum interessiert. Kaum? Sie meinte am Ende, es habe bereits begonnen. Und weiter? Nichts weiter. Sie hat nur gelächelt und ziemlich begeistert über die Hochzeit gesprochen. Und über die Freiheit, die Macht, die Ekstase. Falk stand geifernd daneben. Ekelhaft. Schön. Lass uns fliehen. Kalandra, lass uns hier weggehen. Vater hat sein Bürgerrecht und wird schon zurechtkommen. Es gibt keinen Grund mehr, dieses Schwein zu heiraten. Es gibt genau drei Gründe, hier zu bleiben und so zu tun, als würde ich Falk heiraten. Und zwar? Erstens läuft dieser Beschwörer immer noch frei herum. Er hat das halbe Flüchtlingslager auf dem Gewissen. Und wenn ich richtig verstehe, weisen alle Spuren auf meinen Bräutigam. Zweitens ist Falks Mutter die Einzige, die uns etwas über diese merkwürdigen magischen Gaben erzählen kann. Ich glaube einfach nicht daran, dass Vater sein Schweigen nach all den Jahren bricht. Und drittens? Drittens weiß ich nicht, ob du mich liebst. Ob du mich mehr liebst, als man seine Schwester liebt. Wenn ich es jetzt sagen würde, klänge es falsch. Richtig, du dämlicher Klotz. Also werde ich wohl noch warten müssen. Okay, dann gehen wir. Ich werde nicht hier rumstehen und warten, bis die Hochzeit beginnt. Ich will diesen Beschwörer erledigen. Warte, ich habe noch etwas herausgefunden, das dir vielleicht hilft. Falks Mutter hat viel über die Söhne des Gottes Nandus gesprochen. Den Dämonenmeister Borbarat und Rohal den Weisen. Ketzerei im alten Rondra-Tempel. Unglaublich, dass die Rondrianer so etwas dulden. Außer Falk war keiner von denen in der Nähe, als sie darüber gesprochen hat. Sie hat einen Totenrat erwähnt. Borbarats Totenrat. Er soll sich hier im Molchenberg befinden. Oh je, schon wieder. Vater sprach einmal davon.
Drei Schädel mit dem unendlichen Wissen des Dämonenmeisters. Oder so ähnlich. Wenn ich Falks Mutter richtig verstanden habe, ist dieser Totenrat irgendwo im Molchenberg. Das könnte unsere Chance sein. Wenn der Totenrat auf alles eine Antwort weiß, könntest du ihn alles Mögliche fragen. Über die Untoten, über den Beschwörer. Vielleicht weiß der Rat sogar, welche Lügen uns Vater noch aufgetischt hat. Ja, schauen wir uns das an. Also wieder in den Molchenberg. Das kann ja lustig werden. Aber es ist so schön, dass du es trotzdem tust. Nimm das hier mit. Ich habe es von Falks Mutter ausgeliehen. Sie hat viel damit herumgewedelt, als sie vom Totenrat sprach. Vielleicht nutzt es dir irgendwie. Viel Glück, mein Held. Mhm, ausgeliehen. Ach, wenn ich da gerade sehe, 170 Aktionspunkte oder wie immer, können wir jetzt sicher... 1000. Das ist ja mehr als genug. Was können wir denn hier nehmen? Was hätten wir hier? Befreiungsschlag. So. Das erlernen wir auch noch. Weil der Befreiungsschlag ist ziemlich heftig stark. Und was haben wir hier? Den Hammerschlag. Den können wir aber auch noch ausbessern. So. Dann hätten wir hier noch... Was kommt da? Da Nova 2. Oder eben Eisland. Aber Nova, ich habe eher das lieber mit... Rundumadum. 300. Machen wir noch ewig. Ach Gott, ich könnte aber trotzdem noch das hier machen. So, wo ist das Überreden? Was ist das? Falschen Überreden? Sinneschärfe. So. Hätten wir das auch. Wo müssen wir jetzt hier zum Molchenberg? Wieso müssen wir dann... Wo müssen wir jetzt... Wieso ist die Garde tot? Gestern war das Kartell wieder auf Raubzug. Als ich meinen Nachbarn wieder gesehen habe, hat... Ja, das Kartell auf Raubzug. Hier ist das Kartell. Kommt mal her. Verwundung widerstanden und Umschlag. Au. So, dann brennt er mal. Der Nova. Au. Ah, verdammt, die sind nicht ausgegangen. Oh, jetzt ist er tot. So, jetzt ist er zum... Benötigt daran hier? Jetzt hätte ich da... Schade. Jetzt sollte ich mich doch mal aufs Schlösserknacken konzentrieren. Vielleicht mal gar nicht, das ist mir klar. Wir liegen Flüchtlinge beim Molchenberg. Ist nicht gut, Bale wieder zurückkehrt. Und das hoffe ich nicht, dass er wieder tut, aber jetzt müssen wir mal in den Molchenberg und schauen, was hier vor sich geht mit diesem Totenkult oder was das jetzt war. Habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie das heißt. Wo halt die Mutter, die zukünftige, die Schwiegermutter davon gesprochen hat. Und das sieht nicht gut aus. Diese Kreaturen. Die da drin sind, kennen wir. Das sind ja alte Bekannte. Könnte man das sagen. Was sind das für Biester? Ja, verdammt viel aus, so versteht fest. Sie nicht. Wobei sie auch nicht wirklich, aber... Trotzdem, die Truhe bleibt, ist immer noch geöffnet. Ein halb verdauter Dolchklinge. Und ein Dämonenglas. Okay. Schauen wir mal weiter. Hm. Ich höre sie wieder. Da hinten ist auch schon wieder so ein Biest.
Aber wir müssen leider in die Richtung, weil wir noch das Tor wieder öffnen müssen. Schade, dass es alles offen geblieben ist seit dem letzten Besuch. Zwei von ihnen. Die kämpfen gegeneinander. Töte sie für mich. Vielen Dank. Du warst nur eine große. Oh Gott, jetzt wird's aber hier unschön hier mit euch. So, einen haben wir jetzt gleich. Au, was auch immer jetzt gemacht hat, das war nicht für euch. So, komm her. Verschwinde genau dorthin, wo du herkommst. Richtig so. So, das ist jetzt offen, hoffe ich. Und jetzt können wir das Tor öffnen. Schon wie wir das erste Mal hier waren, hat sich nicht viel geändert. Was auch verständlich ist, wieso sollte es auch? So, hier auch nicht. Das Blut ist weg, was der Kannibale letztens hier hinterlassen hat. Und da kommen schon wieder die Gegner. Wie man kann ich nur sagen, tötet euch bitte gegenseitig, das ist immer wieder ein Segen. So. Wie schaut's bei euch drüben aus? Ja, ist klar, dass der, dass dieses Wesen schneller eingeht, aber wieso kommt der nicht gemeinsam? Es kommt noch so ein rundes Ding her, so ein Asselviech. Schaut zumindest aus wie Asseln. Noch eins. Sie spucken herum, wenn ich das richtig sehe. Was wollte der gerade machen? Ich sollte mal wieder verkaufen gehen. So, jetzt kommt wieder das. Wie? Ich weiß gar nicht mal mehr, wie ich meine Wurfdolche einsetze. Ich weiß es echt nicht mehr. Vielleicht mit LB? Tatsächlich. Mit, wie, was war das jetzt? Y oder B? Y oder was, ja. So, da vorne aber den letzten. Ja, da schmeiße ich einen Zauber mal drauf. Sehr gut. Die Ratten hier. Jetzt könnten wir dann dort oben, glaube ich, dann die Fallen auch da alle entschärfen und die Truhen öffnen, die wir ja letztens nicht öffnen konnten. Das finde ich jetzt gut, wenn wir das tatsächlich machen könnten. Wahrscheinlich brauchen wir das zwar nicht mehr, was da drinnen war oder noch ist. Aber egal. Wir können das jetzt entschärfen. Ich sage ja, aber Dukaten bekommen wir dadurch. Wir können ein bisschen mehr. Na bitte, noch eine Wundsalbung, die ich eigentlich auf den Aufzeichnung des Fexquetten Petrion Nord steht, wird dran der dritten Dämonenschlacht. Wenn wer immer gegen diese Giftspalten wieder natürlich einen Antritt, sollte aus der Rolle heraus angreifen und sich ansonsten tunlichst auf Distanz halten. Im Bedrängnis geraten bediene man sich der Betäubungsschläge. Ich bezweifle zwar, dass die Taumelnden ein Bewusstsein haben, dass man trüben könnte, aber vermutlich greift die Kraft ihrer unheiligen Herrin irgendwo am Schädel an, denn ihr solche Schläge ein paar Momente lang entreißen. Mhm. War das jetzt ein Tipp gegen diese rollenden Asselviecher oder kommt da jetzt doch noch ein neuer Gegner hinzu? Ich habe gerade Fallen entdeckt.
dreimal Matter Topas. So, sind hier Astviecher dabei? Nein, nein, dann wird das jetzt aber leicht. Zack. 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 So, dann hätten wir hier... Oh, Rang 7. Puh. Ich base jetzt auf alle Fälle, weil ich jetzt gerade daran gedacht habe. Das kann ich noch gar nicht bis auf 4 aufbessern, okay. Hier steht dieses Mal nichts. Hinter mir jetzt auch wieder jemand? Nein. Sehr schön. Kann ich dich betäuben? Ah, die hauen schnell hin. Ja, ja. Die hauen schnell hin. Der andere ist doch jetzt nicht gestorben, oder doch? Ist noch an der Verbrennung gestorben, oder was? So, hier haben wir letztes Jahr Kalandra gerettet. Also letztens, ist jetzt doch schon länger her, aber... Hier war es zumindestens. Wir legen genau den gleichen Weg zurück. Was ich höchst interessant finde, müssen wir jetzt in diese Tür hinein. Nicht dann angegriffen werden von diesen Viechern wieder. Oh, nicht schon wieder ihr. So. Ich mache mich gleichzeitig. Er ist tot, ja. Sehr gut, sehr gut. Ach, hör doch auf, das gibt's ja nicht. Hinfort. Hinfort. Eintreten. Jetzt kommen wir rein. Jetzt ist hier nicht nur mit irgendeinem Blutmagie-Siegel. Der Kannibale ist noch am Leben. Aber seine Gefangenen dafür auch. Ach so. Jetzt sozusagen haben wir es gesehen, dass sie hier nicht tot liegen, die Gefangenen. Ah. Eine Bleikugel und wieder Geld. Ich wollte gerade sagen, das sind doch bestimmt Fallen. So. Ach Gott. Nicht schon wieder. Oh ja, der Betäubungsschlag ist immer noch der beste, wenn es überhaupt der Betäubungsschlag ist und nicht der andere. Da sie die gleiche Animation haben, ist es doch schwer zu sagen. So, ein Hammer. Die zweiten müssten jetzt auch haben, wenn er mich nicht jetzt gleich wieder... Ach Gott. So. So, das muss dann kritischer werden, ja. Sehr schön. Schlösser knacken haben. Was war das? War das? Hoppala. War das ein Ausrüstungsgegenstand? Ermöglicht Vergiftung von Klingenwaffen. Anwendung bewegt permanent. Ermöglicht Vergiftung von Hiebwaffen. Klingenwaffen, Hiebwaffen. Was ist das? Eine Hiebwaffe? So, haben wir den ein bisschen modifiziert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir ihn nicht mehr lange, hoffe ich halt. Man hat ja nichts gegen neue Ausrüstung, aber warum? Warum sollten wir nicht trotzdem jetzt schon noch aufbessern? Hm. Zwei Bleikugeln wieder. Sieht mir jetzt wieder nach einem Kampf aus.
Oder nach dem Rätsel? Oh, zurücktreten. Vielleicht steht da hier etwas. Sturmböen fegen über das Schlachtfeld. Die Pfeile stürzen auf das Heer der Menschenkinder herab. Ihre Stärke vergeht mit ihrem Blut und das die Blumen bemalt. Das sind, glaube ich, die Symbole. Zuerst. Den inneren Ring müssen wir eigentlich nur noch drehen, oder? Das gleich noch einmal. Also wenn es das war, das war jetzt halt ein bisschen zu leicht. Das war es auch nicht. Stopp. Wie sieht das drüben aus? Zuerst diese geschwungenen, dann das X und dann dieses Rautendings. Perfekt. Sehr schön. Wo sind wir hier jetzt? Wer seid ihr? Woher kamt ihr? Wohin geht ihr? Ich bin Chiron. Ich bin hier, um euch zu befragen. Ihr seid nicht der Meister. Das ist richtig. Er kannte euch nicht. Ihr habt ihn nie gesehen. Der Rat wird nur dem Meister der Dämonen antworten. Und trotzdem sprecht ihr mit mir. Er hat die Wahrheit gesagt. Wir mussten ihm antworten. Und wir werden ihm wieder antworten müssen. Sehr schön. Render, was gibt euch diese Nacht? Ich verhandle, ich befehle. Wir befehlen. Ich stelle die Fragen. Ihr habt zu antworten. Eure Unverschämtheit steht euch schlecht zu Gesichte, Fremder. Ihr werdet niemals in des Meisters Namen sprechen, weil ihr niemals er sein werdet. Und trotzdem wurdet ihr mit einer Macht beschenkt, die von Anfang an die Zeichen seines Willens trug. Wo müssen die drei Fragen des Meisters für den Sieg der Wahrheit sein? Darum besinnt euch, Fremd, und sagt dem Rate, wann ihr willens seid, euch den Fragen des Meisters zu stellen. Stellt die Fragen des Meisters. Ich bin bereit. Wow. Nennt den Namen des Meisters. Boah, Bär, Bar. Boah? Was? Bär? Bär, Bar, Oteg, Bär, Oteg, Bär, Tor. Ihr irrt euch, Fremder. Besinnt euch und versucht es erneut. Wie soll ich das mich jetzt besinnen? Egal, wir machen jetzt mal ein Folgenende und werden noch einmal versuchen, uns den Fragen dieses netten Rates hier zu stellen. Bis dann.